Also Neusser Destination Solutions ist wir sind eine Agentur, kommen aus dem touristischen Umfeld, machen im Kern Webseiten für Destinationen, aber legen eben in diesem ganzen Kontext auch sehr viel Wert auf das Thema Datenbank, Datenbankstrukturen, strukturierte Daten und treiben da unsere Kunden eben in die Richtung, dass sie einfach sauber auf die Datenqualität achten und die Strukturierung, Pflege einfach im Hintergrund der einzelnen Touchpoints und der Webseite vor allem. Meine Aufgabe selber, ich bin Leiter vom Sales- und Business-Development-Bereich und kümmere mich eben um die ganzen Neukunden und alles, was dazugehört eben. Für Destinationen ist es da, ist die Kernaussage in diesem ganzen Bereich, glaube ich, dass sie sich wirklich stark darum kümmern müssen, die entsprechenden Lizenzen für ihre Daten zu haben, also dass sie diese Daten, die sie eh schon pflegen, mit denen sie auch täglich arbeiten, auch wirklich dann die Nutzungsrechte haben, die im Zweifelsfall offen zur Verfügung zu stellen oder halt auch einfach weitergeben zu können. Vor allem was das Thema bei Bildrechten, Video etc. angeht, da ist es immer ein riesen Diskussionsthema. Also ich glaube, in diesem ganzen Kontext ist ein zentraler Punkt ein Datenmanagementsystem, wenn man sagt, also eine Datenbank, wo ich meine ganzen Daten strukturiert dann pflegen kann und ablegen kann. Der Vorteil dann ist nämlich, dass diese Datensätze nur ein einziges Mal sauber erfasst werden müssen. Im Zweifelsfall muss ich sie dann halt von ohne Datenbank zu Datenbank halt einmal in die Hand nehmen, die sauber in diese einzelnen Felder einführen. Und dann kann ich auch dauerhaft mit denen arbeiten. Dann ist die Pflege dieser Daten auf Dauer auch leichter, weil ich Felder im Zweifel anfassen muss und nicht ganze Texte oder Datensätze in diesem ganzen Kontext. Regionen, die damit gut arbeiten, jetzt 2018 hat das Land Brandenburg damit erst den Deutschen Tourismuspreis gewonnen, die setzen so ein Datenbankstrukturmodell eben ein, sehr erfolgreich mittlerweile, also die arbeiten damit ganz gut und ziehen wirklich aus dem gesamten Land Daten zusammen, aggregieren die gemeinsam und arbeiten gemeinsam eben auch an der Qualität der Daten. Und die Idee des Ganzen ist auch im Bereich natürlich dann von Open Data, dass viele zusammenarbeiten können, um die eigenen Datensätze zu bearbeiten und bestmöglich zu pflegen, wo sie das beste Wissen drüber haben und andere sich dann quasi diese Datensätze dann auch zu oder heranziehen können und dann eben sich darauf verlassen können, dass die wahrscheinlich auch wirklich sauber und ordentlich gepflegt sind. Also auf der einen Seite ist es ja so, die meisten Daten werden ja innerhalb einer DMO erfasst, also die Tourismusorganisation kümmert sich in den meisten Fällen halt um Daten und die Pflege der Daten, Aufbereitung der Daten und die Zusammenarbeit ist natürlich dann schön, wenn andere touristische Akteure innerhalb einer Destination auch auf diese Daten dann zugreifen können und das nicht über super schwere Umwege, sondern halt wirklich einfach über eine Schnittstelle, über irgendein Portal, wo die einfach dann zur Verfügung stehen, sei es als Code-Schnipsel für die Webseite der Hotels oder der Freizeiteinrichtungen. Und da kann dann natürlich ein einfacher, sauberer Austausch auch entstehen einfach zwischen den Akteuren. Und ich glaube, auch das ist ein Mehrwert, wo das Ganze dann darauf hinausläuft, dass die Daten, die die Destination erarbeitet und pflegt, wirklich auch den ganzen anderen Akteuren dann zur Verfügung stehen, zur Gästeinformation dann. Also ich kann in dem Fall jetzt natürlich nur von den Datenbanken sprechen, die ich selbst kenne. Also bei unserer Datenbank ist es in dem Fall so, alle Daten laufen zusammen in diesem Datenpool quasi, in der Datenbank, wo die Daten dann aufbereitet und gepflegt werden können und können dann von dort aus als zentrales Medium eben überall hin ausgespielt werden. Das heißt, wir können da wirklich dann die verschiedensten Touchpoints nutzen, wie wir loggen uns in der Destination in ein freies WLAN ein auf irgendwelchen öffentlichen Plätzen und kriege dann, nachdem ich eben die AGBs bestätigt habe, eine Landingpage, wo ich dann die nächsten Veranstaltungen habe, die heute stattfinden, die nächsten geöffneten Restaurants etc. Also da kann ich die Daten nutzen. Es gibt die Möglichkeit, die auf digitalen Infoscreens auszuspielen, die beispielsweise auch am Marktplatz stehen oder am Bahnhof, wo Gäste ankommen, also an Punkten, wo sich Touristen aufhalten. Hier auch wieder dann der Vorteil, ich erweitere quasi meine Touristinformation und die Öffnungszeit meiner Touristinformation und stelle
die touristisch relevanten Informationen eigentlich 24/7 zur Verfügung. Es geht dann auch noch weiter, die Hoteliers können es in ihren Gästemappen ausspielen, die können es auf die Fernsehgeräte im Zimmer ausspielen, wir können Chatbots benutzen, wir können Sprachassistenten benutzen über diese Skills, die es da gibt. Da kann man wirklich jede beliebige Ausgabemöglichkeit sich erdenken. Und der Vorteil, dass es in einer Datenbank sauber gepflegt ist, habe ich nur eine Schnittstelle zu dem jeweiligen Medium immer und muss nicht versuchen, erst in der Ausgabe quasi die ganzen Datenbanken zusammenzuführen.